Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu dieser wunderschönen Reaktion. Mit dabei heute die liebe Emily Furz. Könnt ihr gerne auschecken, eine sehr... Sag doch einfach Emily. Ne, du heißt ja so auf Instagram, deshalb ja. Ist ja in Ordnung. Wir reagieren heute tatsächlich auf das Video von Julian Bam. Der letzte Song aus der Bohne, Akt 1. Ich hoffe, dabei bleibt's auch, ne? Wir wissen aber alle, das ist leider nicht der Fall. Emily, entzwirbel die Kopfhörer. Chat, wir gehen rein. Ich bin unfassbar gespannt. Ich hab gespoilert bekommen. Gespoilert nicht, aber es haben so viele Leute geschrieben, irgendwas mit meinem Vater. Digga, wenn der jetzt auf Familien gegangen ist, ich call es jetzt vor Ort, ich call es jetzt hier und jetzt, ja? Wenn dieser kleine, dreckige Hund auf Familie geht, und das meine ich jetzt ernsthaft ernst, dann ist es vorbei. Dann gehe ich auch auf Familie, auf eine ganz persönliche Art und Weise, Julian Bam, ja? Es ist immer Fun und Games, aber lass Familie daraus. Ich mein's ernte, Digga. Wir gehen rein. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von schlimmem Ausmaß. Magische Bohnen. Ja, hörst du genug? Über tausende Jahre hinweg verschwand der Märchenwald und an ihrer Stelle wurde eine Stadt namens Aachen errichtet, unter der die Bohnen immer noch zwischen den Wurzeln eines Baumes schlummern, wo der Uhu stets dreimal ruft. Ich weiß nicht, wer eine beschissenere Frisur hat, ich oder er, bin ich ganz ehrlich. Die gleiche Frisur. Ja, meine ist nur ein bisschen beschissener. Einfach Jelly Beans. Endlich. Da bin ich mal auf deine Ausrede gespannt. Kaya Jana? Hä? Wie krass. Nicht diese eine von, wie hieß er nochmal? What? Was guckst du? Ja, guckst du? Ey, wie geil. Hä, kommt Kaya auch Jana? Nee, aber ich glaube, Drew hat den halt eingeflogen. Du meine scheiße Garten kaputt gemacht hast! Ich bin, ihr Gärtner. Oskar? Ja, genau, Oskar. Oskar! Es gibt keinen Oskar. Ey, Kaya, Baba-Schauspieler, wie geil. Ich grab die Löcher auch wieder zu, versprochen. Ich ruf. Was ist das? Ist das Sparky? Hast du Sparky ausgegraben? Sparky wer? Sparky, mein Lieblings-Shisha-Tabak. Ach so, ich dachte schon, Sparky ist ein Hund. Ja, warte mal, jetzt ist Shisha-Tabak. Meine Frau hasst diesen Tabak, weil es stinkt nach Hund. Sie macht sowieso viel zu viel Stress. Ja, ich bin, Bro, selbst die Verwirrung ist gerade mal wieder komplett verwirrt, ne? Ich sag's ganz ehrlich, Alter. Guck mal, glaubst du, dass es für diese ganzen Leute ein Image-Schaden, mit Julian Bam zusammenzuarbeiten? Weiß ich nicht. Let's go! Jetzt gib mir Sparky, sonst rufst du die türkische Baklava Weibo-Verein, hä? Was machst du hier überhaupt in meinem Garten? Alles kaputt! Oh, Bibi, no money, geiler Typ. Digga, Vincent Lee, was für ein Sounddesign, Bruder! Digga, da geht einfach halbe Kinofilme. Boah, ist das geil. Es sieht anders aus, als es ist. Hör mir mal zu, ohne Anfall sage ich nicht. Digga, der drückt mich immer weg, wenn ich was hab. Was willst du tun? Weißt du denn überhaupt, mit wem du sprichst? Das ist mein Beruf, ich gebe provisionell keinen Fick. Egal, wo wenn ich komm, wird ra 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 ra. Egal, was du sagst, du willst bla 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 mir. Und krass wird sowieso bei Lelele legalisiert, dass du ein Nashtag bist. Acht auf die Texte beim Rasenmäher. Warte. Warum Chat? Was stand da? Ja, wo war das Chat? Bin ich dumm? Private Telefonnummer. Dieser Typ kam nie trotzdem auf Sterne. Imagine. Der Mailmann ist inklusive, aber als Escort man buche. Er hat hier noch einen kleinen Raubüberfall. Leider nicht garantieren können. Rufen Sie jetzt an. Hä, das ist doch deine Nummer. Ein Unge NFT. Wo? Hör mal auf. Oh, hä, aber deine Nummer fängt echt so an. Hä, was? Was? Hä? Das ist halt Real Talk. Der mit dem Sparky hat Geschmack, nicht wie die Achseln deiner Mann. Aber warum liegt Totenkopf neben deinem Tabak? Da sieht aus wie eine Frau, die du vor Jahren vergraben hast. Wo ist deine Frau eigentlich hin? Oder ist sie da? Ich glaube, es gibt da etwas Krasses, was du mir nicht sagst. Moment, ich kann erklären. Ich bitte, das war ein Unfall. Vielleicht ist es ja ein Fall für den türkischen Baklava-Weitwurfverein. Ich bitte Sie, ich mache auch alles, was Sie wollen. Alle. Der türkische was? Da jetzt nichts, alles. Ich bin fumsig, ich hab im Kreuz. Aber dann behalte ich das hier. Okay. 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 Guten Morgen, Herr Yildirim. Ich hab ihm was Schönes.
Ey, das ist Green, dieser Rapper, Green. Du bist mitgebracht. Hallo, ja. Oscar. Egal, jetzt fehlt nur noch John. Du bist ein Fischer, der macht doch nicht alles mit, ne? Digga, der wirklich, der macht für einen Hunderter, macht der alles, der Arme, ne? Ehrlich, wirklich. Tintenfischmann, hallo, Tintenfischmann. Was? Spuck mal Tinte. Wenn du das noch einmal sagst. Das bringt Klicks, Bruder. Ich schwöre, einfach die heutige Jugend. Die heutige Jugend. Dann mache ich dir eine kleine Schwester. Juhu, eine Schwester. Der fickt einfach die Mutter, okay. Ich hasse mein Leben. Fajina. Ach, Bro. Ach, Bro, Ju, guck mal, du bist doch mittlerweile 33. Das muss doch nicht. Jetzt. Ja, ich weiß, der sieht halt aus wie 46, ne? Typ. Was ist das? Apfelsaft. Gönn mal Apfelsaft. Fass meinen Tentakel nicht an. Was geizst du so? Bin mal schiffen. Was geizst du so? Verdammten Dreckskinder. Whenever you're lonely, just pick up. Nee, kurz gucken hier, was jetzt hier. Phone and call me. I'll be there. Ah, ist es nicht Alicia? Ja. Die macht jetzt auch OnlyFans, oder was? Korrekt, nein. Sicher nicht. Hey, die hat doch sogar ein Video gegen OnlyFans gemacht. Vielleicht hat sie das aber nur gemacht, um ihren eigenen OnlyFans zu promoten. Ah! Einer im Chat. Ey, seid nicht gemein, die ist sowas von nicht Boba. Hört auf, Chat, hört auf. Boba ist das hier. Boba ist dieses Emote. Dieses, was, oh, was so geiert. Ich glaube, die machen das bei jeder Frau. Bei jeder Frau. Ja, warte mal, guck mal, wir können es kurz ausprobieren. Warte, Chat, kurz reagieren einfach. Wir gehen kurz rein. Scheiße. Guck mal, die machen das nicht bei jeder Frau. So, warte, wir gehen kurz auf die Cam. Ah, okay, Chat, alles klar. Super, perfekt. Nein, super, Chat, danke schön, Mann. Ja, perfekt. In mein Zimmer. Also, wie bitte? Toilette. Nicht so, ich suche die Toilette. Wie perverser. Travallos, dem Tino geht's nicht gut. Der hat das Ketamin getrunken. Tino, Schätzchen, oh, was ist los? Der dicke Mann, der hat dem Tino Apfelsaft gegeben. Aus dieser Flasche hier. Was geben Sie da meinem Sohn? Apfelsaft? Ist Tino jetzt sterben? Tino riecht wie mein Papa. Digga, what the fuck? Ich hab doch gar nichts gemacht, John! Ja, ich bin's. Oh Gott, ein zweiter Perverser. Wie hast du mich gefunden? Ich hab dich getrackt, Bro. Getrackt? Oh, du widerst mich an. Hä, warum? Hau ab, Ju. Die letzten 2,5 Jahre waren die besten meines Lebens. Ich hab jetzt eine Familie. Spiel einfach mit. Fassen Sie mich nicht an, Sie Psycho. Sag Daddy zu mir. Daddy! Nein, du nennst ihn nicht so. Ich brauche dich. Digga, was ist das für ein Fiebertraum schon wieder? Du wird schwindelig, Alter. John. Das reicht, ich rufe die Polizei. Ja, genau, ruf die Polizei, Schatz. Das reicht. John, mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Was willst du von mir? Womit fängt allerbeste... Meinst du, sowas wird monetarisiert? Ja. Ich denke schon, ja. Perfekt. Wird auf jeden Fall dicke Minus mit dem Video machen. Ja. Das lohnt sich leider nie. Egal, wie viele Views du hast, es lohnt sich nicht. Mit A. Oh. Wie schmeckt dir? Oh. Geil. Geil. Ey, wenn Finch also schon. Ich wollte schon immer einen Hund. Jetzt hast du morgen einen Kater. Sag ich schon, setze den Becher an den Mund. Ein Kasten am Morgen, ich bin direkt startklar. Ich war schon mit 12 so blau wie die Schlümpfe. Leben ist langweilig, ganz ohne Sünde. Wärst du der Genie und hätte ich drei Wünsche. Bier und deine Mutter in Strümpfen. Hier muss ich probieren. Hab noch genug frische Zellen. Geil. In dem Hirn. Es rauchen dann kotzen, dein Kater kapiert, weil das Konterbier Herz und die Leber trainiert. Ich extras Buffet und Rave auf dem Tisch. Hab in neuer Ruby Bubble gepisst. Kannst du das glauben, du was magist? Deine Schwester wurde in eine Socke gespritzt. Ein Ronaldo und wir kommen in Fahrt. Ja, der zweite ist am Start und der dritte ballert hart. Vier Tornados oder waren schon acht. Sind sie an die ganze Nacht und dann liegen wir im Grab. Es ist der beste Geburtstag ever. Danke. Small. Hier, für dich. Also schenkt das Kind dem einfach an seinem Geburtstag, hä? Oh mein Gott, Tino hat gelacht. Tino hat noch nie gelacht, seit sein Vater Querdenker geworden ist. Tino das Blut 1000 katalanischer Mauereidechsen injiziert hat und jetzt im Darm eines eingefrorenen Mammuts lebt. Was? Was? Digga, Julian Bam, bitte. Digga, Julian Bam. Um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Was ist das? Aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ey, wirklich, mir wird so schwindelig davon. Das ist doch...
lieb's. Ja, wir sind wieder back. Ja. Beats, Produktion, alles wieder krass. Komm weg mit dir! Soldat! Ich habe meinen letzten Euro für dieses scheiß Kostüm ausgegeben und keinen Cent verdient. Und was ist das hier? Ukulele! Ukulele! Eine Ukulele! Scheiß drauf, John. Ich weiß, wie du wir reich werden. Damit können wir die letzten Hauptvideos finanzieren. Ja, schön wär's. Aber immer wenn du irgendwo auftauchst, passiert mir irgendwas Schlimmes. Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Oh. Guten Morgen! Guten Morgen! Warte mal, es ist fast abends. Ist das Julia? Ja, ne? Oh shit! Alles okay? Cool. Ja, Julia Beautix. Scheiße, hey, hast du dir wehgetan? Nein, passiert mir ständig. Genau an der Stelle. Das war mein Auge. Ich weiß. Willst du dich nicht entschuldigen? Wegen entschuldigen. Die Sache ist so, als ich 4 war damals, als mich das erste Mal jemand Julia genannt hat, keine Ahnung wieso und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall bin ich dann in den Brunnen gefallen, so komplett mit Brennnesseln voll und da ist ein Mann aus dem Wald cool gekommen. Cool Storyboard, aber John, stell... Wie alt ist die? Julia, ich glaube Julia ist 25. Stell dir vor, ich habe ja... Sieht halt nicht so aus, ne? Sieht sehr jung aus, ne? Süße Maus. Ausgefunden. Süßes Mäuschen. Alles klar. Wir haben magische... Sie ist 13, danke, Chat. Unzüchtet. Und haben uns immer nur einen Scheiß geritten. Chili ist 12. Hast eine Ukulele bekommen. Ich scheiß auf die Ukulele. Kann ich sie dann haben? Pass meine Ukulele nicht an. Überleg doch, John. Wir haben die Bohnen immer nur eingesetzt, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Dieses Mal würden wir ganz bewusst damit mittelmäßige Songs produzieren. Mhm. Durchschnitt ist die Cash-Cow von heute. Ja. Bist du dabei, John? Hey, wenn ich reich wäre, müsste ich den Kackjob nicht mehr machen. Dann kaufe ich euer Haus. Und dann nennt ihr mich beide Daddy. Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Ich glaube, also da ist irgendwo... Guck mal, wie viele Sekunden bei Geburt ohne Sauerstoff sind... Also... Wir brauchen einen Ort, wo wir die Bohnen züchten können. Irgendwas Abgelegenes, eine Scheune oder so. Ich kenne da jemanden. Was? Wo? Ich fahre da mal bei meinem Zeitungsjob vorbei. Das sind ganz nette Menschen. Die loben mich immer für meine blonden Haare. Blondie nennen die mich. Ja, wo? Gib ihm das Ding. Echt jetzt? Das mach halt was. Und wo ist diese Scheune jetzt? Ariastraße, Haus Nummer 88. Ah, schon so. Ariastraße. In der Ariastraße, Haus Nummer 88. Aria mit I. Nee, Aria. Aria. Das, Aria? Ja. Das, was ich denke? Ja. Nein. Jetzt ein nein. Weirder Joke, oder? Also spät, ich glaube, ich gehe nach Hause. Das würde der jetzt nicht bringen. Ich weiß es, Digga, ich glaube, der ist wahnsinnig geworden irgendwie. Nee, hier rum. Ja, Chat, das ist ziemlich sus. Was mit deinem Fahrrad? Kontext kommt, okay? Ach, brauche ich nicht. Ich folge einfach meiner dünnsten Schnur der Welt. Die bringt mich immer nach Hause. Schönes Wochenende. Es ist Mittwoch. Oh nein, das sieht aus wie das Haus von Familie Meinst Ritter. Meinst du, die Katze hat auch Geld dafür? Denk nicht. Oh Mann, Ariastraße 88 klingt ein bisschen sus. Nein, sind liebe Leute, wie die... Ja, genau das, genau ja. Das. Wie so Julia gesagt hat. Es ist, glaube ich, ey, die kippen einfach diese Kippen. Warum sitzt da Stroppo? Digga, da sitzt Stroppo einfach, hä? Wieso haben die alle die gleiche Frisur? Das machen die so. Wieso liegt da Stroh? Oh, hi. Hi. Schicke Wohnung hier. Auch cool von Inneneinrichtung her, sehr deutsch. Ja, mag ich. Deutsche Flagge, schöne Flagge, sehr schön. Das ist Belgien. Und schön, deutscher Adler, oh, super Tier. Nein. Das ist ein Igel. Hör mal auf jetzt, ey, was, also jetzt. Lieblingstier. Wir sind auch deutsch, so speziell deutsch, wie ihr. Make Germany great again. Wir sind Rechtsextreme? Was soll das? Wir sind keine Rechtsextreme. Nur wegen unserer brasilianischen Flagge? Brasilien. Außerdem ist das ein Hund. Wir sind eine Selbsthilfegruppe. Für was? Haarausfall? Sag das Wort nicht. Stroppo, Junge. Was meint ihr? Das Wort! Oh, hört damit. Haare sind hier verboten. Also, Drew, ich check die Meta-Ebene noch nicht ganz, sag ich dir ganz ehrlich, ne? Fangen wir nochmal von vorne an. Julian, hi, ich heiße Julian. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir eure schicke Scheune mieten dürfen. Aber günstig. Ja, wir sind nämlich hart pleite. Ha? Schon wieder das unerlaubte Wort? Ihr kommt ungebeten in mein Haus, macht uns fertig und jetzt wollt ihr was von uns? Nein, die Sache ist so. Ja, was? Das sind auch nicht unsere echten Haare. Ja, genau. Joe, was laberst du? Ja, wir sind oben auch kahl, ging schon ganz früh los bei uns. Die sehen aber ziemlich echt aus. Also meine sind eigentlich auch echt. Nee, schaut mal. Ja! Es ist so gut schon. Es ist für uns beide schwer. Alter, wie groß ist der Mann?
Wie klein ist Ju? Ju ist 1,40. Bei uns seid ihr richtig. Ey, ich habe auch immer, ich habe so ganz oft schon, ich muss es Amama fragen, ich habe sehr oft schon so Conspiracy Series gehört, so dass es so einen geheimen Club von so Leuten mit Latze gibt, die sich so gegenseitig anfassen, immer wenn die alleine sind, dass die immer über die Latze streichen und so, aber das stimmt, glaube ich, nicht, ne? Für was braucht ihr denn unsere Aber das bestätigt es mal wieder. Also wir verkaufen Bohnen, magische Bohnen, um Spenden zu sammeln für Haarbedürftige. Ich meine Schopfbedürftige. Und wir brauchen einen Ort, um die Bohnen... Hör auf. Ja, nee, nein. ...Umgebung zu züchten. Man merkt, ihr seid ehrliche Menschen. Das ist das einzig Wahre. Ja, genau, wir haben auch Glatzen. Und diese Perücken tragen wir immer nur tagsüber. Eigentlich hasse ich Frisuren. Heinrich, mach mal lauter! Haare, das Wichtigste im Leben eines Mannes. Oh oh. Was bist doch du? Der sieht mir ein bisschen ähnlich so, aber ich kenne ihn nicht. Nee, keine Ahnung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Julian Fagina. Oh mein Gott. Ich habe das erst jetzt gecheckt. Fagina? Ja. Ey, oh mein Gott. Ey, komm, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass du... Nein. Oh Gott. Das ist der schlimmste Verrat meines ganzen Dutzends. Nein! Du bist doch gerade erst Vater geworden! John, wir müssen deeskalieren. Jetzt! Diese Storyline ist so verrückt, ich verstehe hier nichts. Nice, die oder? Songs sind sehr krass, ja. Schau mal gleich im Song, da steht was über dich. Hier wäre es ein riesiger Diss gekommen, aber er will ja nicht mehr gedisst werden. Ah, oh, ist halt scheiße. Oh, nee. Wie korrekt, wie cool, danke, Mann. Ihr habt recht, kein Mensch braucht Haare. Wir sind stolz auf unsere Glatzen. Keine macht den Haaren. 70-30, die klingt gar nicht mal so fair. Aber weil wir euch fälschlicherweise für Rechtsradikale gehalten haben, ist das dann doch ein fairer Deal. Genau. Und außerdem bekommt ihr noch Heilerde und Reisdünger dazu. Da wächst das Gras immer schön nach rechts. Stroppo. Sass. Sieht aus wie bei dir im Garten. Das war natürlich ein Witz, ne? Polizei Köln, das war ein Witz. Ich hab gar keinen Garten. Es war ein Witz. Auch sowas zu sagen, ja? Sonst gibt es eine Hausdurchsuchung. Das ist ekelhaft. Es hat funktioniert. Sie wachsen schneller als gedacht. Von hier aus können wir unser Bohnenimperium aufbauen. Kannst du mal aufhören zu rauchen? Ich bin alt genug. Boah, das stinkt aber. Neuester Shisha-Tabak. Sparky. Kann man eigentlich mit einer Shisha auch Gras rauchen? Ja. Wenn man Gras da hat. Aber ich glaube, das ist ziemlich dumm, oder? Ist es nicht dann wie so eine Bong, oder? Chat, hat das jemand schon mal hier gemacht? Hat es gemacht? Schon mal jemand in der Shisha? Kein. Es bleibt unter uns. Ihr wisst schon, ne? Nein, ja, habe ich Verschwendung, klar, ja klar. Ich rauche nur Tee, nein, wie cool. Ja, funktioniert, ja, Real Talk habe ich, ja, ist scheiße, alles klar, Chat. Wieso habe ich hier so viele kaputte Menschen im Chat? Sucht euch Hilfe, dankeschön, perfekt. Verbrennt zu so schnell, Molasse fehlt, alles klar, Chat. Danke. Ach, Digga, Devin, guck mal, du bist ja nicht mal subbed, wirklich. Also, das ist einfach nur traurig. Ja, ist der. Schau mal, was ich entdeckt habe. Hinter jeder Bunde steckt ein Musiker, wissen wir, check. Aber da muss doch viel mehr dahinter stecken. Ja, dann finden wir es heraus. Aber bevor wir wieder alle Bohnen verlieren. Ja, den Glatzen traue ich auch nicht so ganz. Ja, wir sollten immer eine Bohne safe haben. So als Checkpoint. Aber wo sollen wir die verstecken? Ah, ich dir, du mir. Danach ich dir, du mir. Ja.
ins Arsch. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Bitte nicht. Guck mal, bitte. Guck mal, das gucken doch Kinder. Also verdient er überhaupt was daran? Nein, ich denke mal, der geht da dicke mit Minus raus, wirklich. Also. Ey, aber es ist auch immer, wie kommt man auf sowas? Der Chat wieder nur Sassis am Posten hier, Alter. Was wollen die sich aktivieren? Das ist eine Er ist ein Macher. Ist das Shirin David? Ja! Hä, war das gerade Shirin David? Oh Gott, ich hab mich gerade so erschrocken. Alter. Hä, Amar, warte, 1337, Amar, guck mal, es gibt so eine, Dings, so eine Community, die haben die gleiche Frisur alle wie du, ob wir eure schicke Scheune mieten dürfen. Das, Amar, Tor! Tor! Die haben die gleiche Frisur alle wie du. Deine Brüder. Guck, warte, guck, Bruder, schau, guck. Findet Amar. Wo ist Amar? Wir sehen ihn nicht. Was möchtest du hier? Ich wollte nur kurz fragen, ob du einen Controller hast. Controller? Ja. Nein, ich bin nicht verrückt. Ey, aber korrekt, gut, dass du so ein guter Gastgeber bist, Bro. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Was wollen die sich aktivieren? Das ist eine fucking Razzia. Shirin David. Was machen die da? Nee, doch nicht. Aber Michael Smolek. Michael Smolek ist das. Das ist Michael Smolek. Kennst du den? Eine Influencerin. Michael Smolek, der ist Akani. Akani. Komm her. No King Shaming. Scheiße, die Drogen sind von einer üblen Sorte. King Shaming? Point. Aber wo sollen wir die verstecken? Ah, ich dir. Du mir? Danach ich dir. Du mir? Ja. Nein, warte, ich will. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Was wollen die sich aktivieren? Das ist eine fucking Razzia! Was machen die da? Hey, no King Shaming. No King Shaming. Scheiße, die Drogen sind von einer üblen Sorte. Drogen? Nein, sie verstehen das falsch. Pommes Mayo, ich bin heilfroh. Verdammt, ein Rechtsradikaler! Man ist automatisch ein Rechtsradikaler, meine Klasse. Oh, Digga. Nein, Rainer, du bist gerade erst Vater geworden! Ihr seid verhaftet! So, schnapp dir Boden! Sie weinen! John, alles okay, Bro? Werde ich jetzt sterben? Nein, das wird nur eine Beule. Bevor ich gehe, muss ich dir noch eine Sache beichten. Du wirst davon nicht sterben. Tilo. Oh, Tilo. Bruder, das ist meine Beichte. Tilo, der auf dem, dem Box-Event so lit war. Hab unsere Serie weiter Der immer nüchtern ist, oder? Der immer nüchtern ist und kein Oxycodon nimmt. Schock als alleine. Und deinem Vater gesagt, die Kippen waren deine. Und dass deine Ex einen neuen hat, wusste ich seit dem ersten Tag. Doch ich nehm nichts mit ins Grab, meine Beichte. Dass ich mit deinem Insta meine Fotos like. Ey, wie Vince 1A den Beat nachgebaut hat, krass. Gelacht, doch deine Jokes waren immer scheiße. Ja, bitte sei jetzt stark. Ich war gestern Nacht mit deiner Schwester in love. Ja, ich reich. Weißt du noch, als du umgezogen bist, denn in sechsten Stock. Ich war nicht krank, sondern hatte halt nur echt keinen Bock. Dein Controller, der bei dir daher plötzlich verschwunden war. Ich beichte, das ist mein Player, du schon seit 100 Jahren. Frag dich, willst du ein Kaugummi, aber wegen Mundgeruch? Mit deiner Zahnbürste hab ich mir mal die Schuhe geputzt. Und dein Netflix-Account wird von der ganzen Schule benutzt. Wenn ich schwarz fahre, sag ich deinen Namen im Bus. Wo sind sie hin? Geil, aber. Ja, hat sich gefallen. War das ein echtes Auto? Moment mal. Doch. Digga, die haben ein extra Polizeiauto geholt. Wie geil. Krass. Mission failed. Was? Ist doch deine Schuld, dass wir uns gefunden haben. Ey, schieb das jetzt nicht auf mich. Du hast noch nie was von NordVPN gehört, oder? Nee, was ist das? Irgendwas mit Eisbergen? Fast. Ah, eine Werbung. Gut, dass sich das lohnt. Ist richtig, aber da du es nicht kennst, ist deine Schuld, dass wir uns gefunden haben. Come on, warum ist das denn jetzt schon wieder meine Schuld? Du hast keine Ahnung, wie viele Leute dich über dein Handy ausspionieren, oder? Ich hatte letztens gesehen, wie du danach gegoogelt hast, wie man Pflanzen heimlich in der Scheune anbaut. Ich wollte mich halt nützlich machen. Junge, du bist total unsicher im Netz. Auf deinem Phone, auf deinem Laptop, überall gibt es Hacker. Nein, Chat, die Ads geben wir nicht. Das gönnen wir. Malware, gefährliche Webseiten. Bei Gott, Julian Bam, wenn du jetzt meine Reacts hier als Dings angibst, als zusätzliche Reichweite und mein Video dabei noch claims, Inshallah, Bruder, wir reden nie wieder miteinander. Weißt du noch, wie ich vor einem Monat gehackt wurde? Darum nutzt man ein VPN und NordVPN ist nun mal der King auf dem VPN-Markt. NordVPN hätte dabei jetzt nicht geholfen. Bro, machst du gerade Werbung? Ja, check es selbst mal aus auf nordvpn.com/studienbam. Du hast nichts zu riskieren mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das klingt echt gut, aber das hilft uns gerade auch nicht weiter. Ey, was hast du vor? Ja, was wohl? Ich hol mein Oktopus-Kostüm zurück. John, nein, hör mir zu.
Nein, die Bohnen können wir... Alle Reaktionseinnahmen gehen an ihn. Da werden wir nochmal drüber reden. Ich brauche das Geld gerade. Jetzt eh nicht mehr benutzen, um berühmt zu werden, sonst findet uns die Polizei. Was ist, wenn wir die Bohnen gar nicht nehmen? Wow, cool, Joe, danke. Ja, aber halt jemand anderes. Jemand, der nicht viel hinterfragt. Jemand, den jeder sofort ins nicht Herz schließt. Nicht vom Stream, nur vom Video. Ich rufe ihn mal ganz kurz an. Echt jetzt? Ja, ja, das geht so leider nicht, ne? Ja, aber da steckt ja auch bestimmt mega viel Geld drin. Voll, voll, aber das gönne ich ihm nicht. Alte Nummer, alles klar, Mann. Ah, ich habe seine alte Nummer ja geleakt. Hallo. Na gut, okay, dann leak ich seine Nummer halt, egal. Den man ausbeuten kann. Jemand, der sowieso singen will. Ja. Was? Was? Chicken Nugget! Was, das ist ekelhaft. Hab keine Zeit mehr für den Scheiß, den du schreibst, denn ich weiß, ich bin Nightmare. Hier, mein Kind. Danke, hat Ihnen das Lied gefallen? Nein, damit du aufhörst. Boah, Hauptsache, sie singt nie ohne Bohnen, sonst fliegen wir sofort auf. Komm. Wow, das klingt voll schön. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Was denn? Ihr lügt. Sehe ich immer, wenn sein Auge so zuckt. Wir könnten dich aber zu einem Star machen. Ich meine, schau uns an. Wir können auch nichts. Aber wir haben einen geheimen Trick, der uns ultra krass macht. Bist du dabei? Ja, nee. Ich bin so anti-MDMA. Dafür werde ich immer so ein bisschen... War aber trotzdem schön, euch wiederzusehen. Aha, okay. How does she know? How does she know? Meine Gäste fühlen sich gestört von deinem Scheißgesang. Bei dem Song haben sich meine Eltern scheiden lassen. Gerade eben. Danke für den Tinnitus. Ich wollte nur mal 5 Minuten hier meine Ruhe haben. Ich habe zu Hause schon einen stressigen Sohn. Den hier. Ja. Immerhin ist es nicht dein Dad. Digga, der geht halt auf Familie, hey, ne? Der geht halt einfach auf Familie. Das ist nicht mal... Ich wollte nur mal 5 Minuten... Das ist halt nicht mal mein Vater, Alter. Hä, was soll die Scheiße, Alter? Wieso geht der denn auf Familie? Digga, der macht da sich immer meinen Vater lustig einfach. Mein Vater redet doch nicht so. Hä, was? Ich wollte hier meine Ruhe haben. Ich habe zu Hause schon einen stressigen Sohn. Den hier. Jetzt wirf die Alte mal raus. Ich bin der Udo und der Junge sieht wirklich... Nein! ...sehr stressig aus. Darf ich das sagen? Dürfen die Leute wissen, dass es dein Vater ist? Die wissen, wer mein Vater ist. Ey, das ist einfach dein Dad. Was? Einfach dein Dad hat dich gefrontet. Was? Dein eigener Vater. Es sind immer die eigenen Leute. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht. Immer die eigenen Leute. Vertraut mir. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Immer. Immer sind es die eigenen Leute. Ruf mal deinen Dad an. Der ist auf dem Dreh für Akt 2, schreibt Juice Managerin. Gespoilert. Mir doch egal. Oh mein Gott. Ich rufe meinen Vater jetzt an. Vor allem nachdem du dieses Hate-Video gemacht hast. Das kann doch nicht sein. Digga, mein eigener Vater, mein eigener Vater so. Das ist schon hart. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Digga, der Dreckige. Aber der... Hallo? Ja, Papa, hallo. Na? Hallo. Wie ist der Urlaub? Sehr schön, danke ja, dir. Sehr schön. Du, ich bin gerade im Stream und ich gucke gerade das Video von Julian Bam und ich werde ab jetzt euch nichts mehr mit dir zu tun haben, ja? Mein Vater ist sowas von enterbt. Du bist sowas von raus, du bist sowas von raus. Udo, wann hast du das gemacht? Ich schwöre euch, Chat, ich wusste davon nichts. Ich habe mir das Video nicht angeschaut. Ich habe mir es nicht angeschaut. Aber es gab eine Gage, da konnte ich die sagen. Hast du, warte mal, hast du wirklich Geld dafür bekommen? Du, darf ich auch bei Gott, Videos, du stellst jetzt, dann sehr jetzt, dann gehst du jetzt hin, dann gehst du hin, ich gebe dir gleich eine Rechnung. Du stellst jetzt eine Rechnung an diesen Clown. Du gehst doch nicht mit Null da raus, was ist denn du, mit dir? Wenn du das siehst, Digga, kann ich bitte auch, bei Gott, bei Gott, ich kann nicht mal auf das Scheißvideo reagieren, dass ich hier kein Geld bekomme. Kann ich Revi auch fronten in deinen Videos? Ey, wirklich, jetzt, bitte, mir reicht's, wirklich. Meine eigene Familie, ich mache extra ein Video dagegen. Ich mache ein Video dafür und meine eigene Familie... Ich sag immer, ab einem bestimmten Betrag. Ihr seid so käuflich. Ihr seid so käuflich. Ab einem bestimmten Betrag. Ihr seid so käuflich, ihr seid so ekelhaft. Du weißt, wie läuft. Wer am meisten bietet, der hat gewonnen. Du bist mein Vater! Ey. Ich kann das. Ja. Ich glaube, ich werde in seinem nächsten Video auch mitmachen. Ja, perfekt. Darf ich mich jetzt weiter in meinem Champagner öffnen? Ja, mach das. Viel Spaß. Feier schön. Auf Wiedersehen. Digga, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Über mein eigener Vater. Was ist denn das? Ey, warte. Amma! Stress den Sohn, den hier! So. Und man denkt, ja, der das Typ, war ein Schauspieler, der sagt, das wäre mein Vater, ja? Und jetzt wirst du nicht glauben, was passiert. Ich kenne deinen Vater.
jetzt wirf die Alte mal raus. Ich bin der Udo und der Junge sieht wirklich sehr stressig aus. Das ist mein Vater. Es sind immer die eigenen Leute. Es ist mein Vater in Julian Bams Video. In Julian Bams Video. Mein Vater drinne. Digga, der hat mich gefft. Bro, der hat sich kaufen lassen von Julian Bam. Nichts mehr gibt's, kein Weihnachtsgeld, gar nichts der mehr, nichts. Der trinkt gerade Prosecco. Der trinkt gerade, meiner Mutter auf Sylt trinkt Champagner, das ist kein Witz, es ist kein Witz. Amma? Warum ist dein Vater? Ich weiß es nicht. Mir schreiben Leute, dein Vater, haha, Julian Bams Video, ich denke mir so, okay, Schauspieler, ja, okay. Der geht auf Familie! Ey! Du solltest ein Video machen, wo du dann jemanden nimmst, der ähnlich aussieht wie du, als weiblich, also ne, als Frau. Und dann nimmst du plötzlich seine Mutter. Warte mal, das könnte man jetzt auch weiß. Also nein. Ey, nicht so schlecht. Warte. Nein. Und dann nimmst du seine Mutter mit ins Video. Du nimmst seine Mutter. Ey, Leute, damit verabschiede ich mich wieder. Ey, Leute, vielen Dank. Kuss. Ich hätte mir 14 immer von Amar an der Stelle. Ich soll einfach Schuss Mutter finden, ja? Das ist doch nicht wahr. Ich hätte damit nicht gerechnet. Also ich sag mal so, ich würde dich auch fronten in seinem nächsten Video, aber ich würde das Geld mit dir teilen. Kann das nicht, ne? Wirklich, Chad, ich bin im Eimer. Ich bin mental gebrochen. Ja. Dein Vater ist schon ein Dilf. Sag mal, spinnst du, Bruder? Hört auf, auf meinen Vater zu geiern. Ihr spinnt alle komplett. Ihr seid wirklich alle... Digga, kein Konzept würde. Devin, bitte, hör doch auf. Danke für den Resub. Ihr spinnt wirklich alle. Udo, und der Junge sieht wirklich... Guck mal, Bruder, ich kann nicht mehr. Ich sehe stressig aus. Du hast es gehört. Schluss damit. Sie kutzen auf... Digga, wirklich, das ist einfach nur schrecklich, Mann. Das ist meine Ukulele. Lass los. Ah, cool, MDMA. Ja, ist doch so. Du gehst in den Club. Ja, safe. Hier kommt Jay mit der Boombox. Als ob. Guck mal, es reicht nicht. Sie gehen auf meinen Vater, jetzt gehen sie auf Freunde, auf Künstler von meinem Label. Ach komm, Digga. Mach deinen Hack, Julian Bam. Mach deinen Hack, Digga. Hier, Junge. Wie heißt denn das nicht im Original? Hä? Keine Ahnung, Mann. Eigentlich müssen wir den echt mal richtig hart pranken. So Was soll ich denn machen? Ich will ihn arm machen. Kaputtschlagen tue ich ihn. Weiter geht's. Bei der Beat bockt, wie oft noch. Ich bin der Boss. Punchlines sind mein Standardskill. So wie Leon Mascher im Ring zu Gill. Oh, krasse Line. Shit. Das ist der Vater von Ju, glaube ich. Oder der Linke. Einer von den beiden. Kann auch aber sein, dass. Wieso filmt eine Zwölfjährige? Shit, Tiger anders will. Rechts ist der Vater von Ju. Ja. Bist eine Null wie FSK bei Kinder. Wo ist mein Hund? Warte ganz kurz, Chat. Der ist bei Amma. Der ist bei Amor. Komm in mein Fight Club, gehst ohne Eier, weil diese Schwester ein Messer dabei hat. Ich bin cute, aber gefährlich, so wie Mew. Mache dich fertig, du bist du, aber halt mehr nicht. Das Tattoo bedeutet jetzt nervig. John, sollen wir das nicht direkt filmen? Stimmt. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Google Maps, yeah. Du bist wack auf... Oh, Digga, 1:1 Tease Video, Wahnsinn. Mit der Gold-Uhr und Cash. Ich bin cool und fresh, wie ein Tiefkühlstromgeschäft. Full on crack, was ich mach ist purer Flex. Wie aus dem Nichts landet Julia in den YouTube-Trends und... Hä, wie heißt der nochmal? Richtiger Kevin? Nee, falscher Hugo. Wie heißt der hier nochmal, der Typ hier? Falscher Hugo, wie heißt der? Alex... Alpha Kevin. Demnächst landet Julia in den YouTube-Trends und hat jetzt schon mehr Klicks gemacht, als ich mit all meinen Videos zusammen. Also für sie würde ich sofort das Ufer wechseln. Okay, Gnu. Geil, aber wenn Julia jetzt noch das White Noise reversen würde, dann wäre es perfekt. Sind das alles richtig? Ja, das ist kein richtiger YouTuber, das ist ein Streamer. Der ist also, aber der ist schon YouTuber, ne? Zeitungsausträgerin zum Rapstar in einer Woche. Das ist meine Erfolgsstory. Das muss ich sofort meinem Freund erzählen. Er ist ein bisschen älter, aber die Liebe ist echt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Ja, also wirklich, jetzt Alter, mit Pauli im Video. Ich kann nicht mehr. Alter. Fuck, jetzt muss ich meine Nummer wechseln. Er ist so süß. Einfach halb Deutscher. Ja, wirklich, Alter. Ja, und mein Vater auch. Und sein Vater. Digga, und ich bin, guck mal,
Ich sag's ehrlich jetzt, mein einziger Wunsch ist nochmal in dem Julian Bam Video einfach aufzutauchen als Rolle. Wer kommt rein? Mein Vater, ich nicht. Digga, ich werde immer nur verarscht. Es ist einfach nur traurig, Alter. Wie Julian Bam will ich unsere Freundschaft in Füßen tritt. Und das ist gerade einfach ein Real Talk. Nein, ich mein's ernst. Nein, irgendwann widmet er dir ein komplett eigenes Video. Ja, das ist das Mindeste einfach. Das ist das Mindeste, wirklich. 20 Minuten. Ja, aber vorher habe ich wirklich halt als Prank sein Haus angezündet und seine Eltern entführt. Wirklich. Nur das wird es jetzt toppen. Nur das würde das. Es ist einfach nur schade. Es ist wirklich schade. Tschüss. Ah, ist schon so spät. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause. Mit meiner dünnsten Schnur der Welt. Die spinnt halt wirklich, ne? Schau mal, John, habe ich mir von unserem ersten Cash gekauft. Der neue Eternal God Hoodie ist heute in den Shop gekommen, ey. Nicht dein Ernst. Was denn? Ich habe ihn mir halt auch gekauft. Auch gekauft? Du hast mir nachgekauft. Oh. Ist doch egal, Mann. Aber ey, du hast recht. Es hat funktioniert. Das mit dem Boden, mit Julia. Jetzt bist du. Er macht das sehr smart, oder? Ja. Vielleicht solltest du es auch machen. Ja, dann heirat ihn doch. Nein, aber kannst du auch mal ein paar Werbung. Nee, ich mache nicht gar nichts, mache ich hier. Mach nie Werbung. Ja, ich will nur noch auf. Will mich nicht von Werbung finanzieren. Ich finanziere mich durch meine Community, durch die Leute, die mich unterstützen. Ausrufezeichen Prime, die Prime-Subs momentan. Twitch Prime ist kostenlos. Passen, dass sie niemals ohne Bohne singen. Oh, was? Julia ist live! Guck mal, was ich mir alles gekauft habe. Ihr wollt, dass ich singe? Ja, klar, kein Problem. Sie singt. Also, ohne Bohne. Ich. Den Lukas sagt, es tut weh. Saure Milch singt besser als du. Oha, ihr seid voll gemein. Diese Kotz-Smilies hier bei Instagram, die gibt's gar nicht. Nein, ich will euch ja nicht bannen. Oh, jetzt habe ich euch gebannt. Tut mir leid. Ich habe gar keinen Stripper bestellt. Schneller, John. Mach hinne. Der hat wirklich einen Heißluftballon. Guck mal, die haben deinen Heißluftballon hingestellt. Ich glaube, ich hack. Also. Echt jetzt? Ja, da. Siehst du das nicht hier? Boah, die hat sich echt einen Heißluftballon gekauft. Solange wir nicht damit fliegen müssen. Komm jetzt, John. Die Tür wurde aufgebrochen. Julia! Julia? Oh, shit. Hallo? Julia! Was ist das für eine Wohnung? Wer wohnt so? Wer hat's? Hey, du hast die gleiche Was ist hier passiert? Oh Gott! Jude! Guck! Das Geschenk von meinem Sohn! John, Jack, danke, Frodo, danke schön für die Time-Subs. Kuss, immerhin etwas. Wen haben wir entführt? Kidnapper? Wir? Die beiden Asiaten haben Julia entführt. Und dann mit so einer Reis-Emoji. Guck mal hier. Und dann die Reisschüsse. Und dann guck mal hier diese Polizei. Scheiße, Mann. Ja, German Let's Play oder was? Wir sind wieder zurück. Digga. Okay, krasses Video. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was wirklich hier passiert ist, ist bodenlos. Also dass mein eigener Vater hier im Video drin ist, wirklich Wahnsinn. Kommt, Chat, sollen wir es noch die Outtakes reinziehen? Was sagt ihr dazu? Mein Vater hat die beste Rolle, Anni. Schau dir Julian Bam Outtakes noch an. Sind bei den Outtakes mein Vater auch noch dabei? Ja, komm, dann scheiße ich drauf.